Jo, hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Let's Glitch Pokémon Blau. Läuft auf jeden Fall. Ich will auch gleich in die Folgen gehen. Ihr seht hier in dem ersten Video nämlich, wie man Mew fängt, ohne irgendwelche Codes oder ähnliches, ne? Das ist ja irgendwie schwul. Und zwar, wir sind hier in, ich mach mal eben die Karte auf. Irgendwo muss ich eine haben. Ne? Azuria City, Genta. Gut. Wichtig ist, dass ihr gegen ihren Trainer, ich zeige euch den mal eben, den hier unten und ich latsche mal eben kurz hin. Ist ja gleich in der Ecke, ne? Und zwar gegen ihn hier, wo ich jetzt natürlich nicht reinlaufen will. Dass ihr gegen die beiden noch nicht gekämpft habt, also noch nicht, ganz wichtig, sonst funktioniert es leider nicht. Falls er schon gemacht hat, muss er leider von vorne anfangen mit dem Spiel. Ist wie es ist. So, also, ihr lauft jetzt hier hin, ne? Jetzt geht ihr gleich einen Schritt noch nach unten und dann müsst ihr in dem Schritt, den ihr nach unten geht, gleichzeitig sofort Start drücken. Also, ich hoffe, es funktioniert beim ersten Mal, sonst ist es jetzt peinlich. So, perfekt. Wichtig ist auch, dass ihr ein Pokémon mit habt, das entweder fliegen kann, teleporten, wie zum Beispiel ein Abra, falls ihr jetzt noch keins habt, das fliegen kann, könnt ihr hier auch in diesem Gras, wo der steht, einen Abra fangen. Jetzt nimmt er irgendwie eins und fliegt weg. Direkt nach Azuria City wieder. Jetzt würde nämlich das Fenster aufgehen. Der will kämpfen, aber piu, weg, wir sind weggeflogen. Wird also nichts. Jetzt würdet ihr schon mal merken, ihr könnt jetzt keinen Start mehr drücken. Bin am Start drücken hier mit meinem Xbox-Controller. Läuft nicht. Funktioniert nicht. Weil das Spiel jetzt nämlich denkt, ja, der Trainer, Kampf läuft. Tut er ja aber nicht. So, jetzt latsche ich nämlich zu diesem Trainer hin, den ich eben meinte. Hat früher richtig Bock gemacht, ohne Spaß. So. Noch ein Stück. Jo. Wichtig ist auch, auf dem Weg nicht irgendwie irgendwelche Pokémon noch besiegen oder was auch immer. So, jetzt bevor ihr den Trainer jetzt einfach vor das Gesicht lauft, wichtig ist, dass er auf euch zugeht, ansonsten funktioniert es nicht. Also wenn ich jetzt hier reinlaufe, läuft er ja auf mich zu. Hilli. Und sagt, moin, ich habe in Orania City mit irgendwem auf einem MSN eine Party besucht. Läuft bei ihm auf jeden Fall. So, er hier hat nämlich einen Flagmon. Das ist auch wichtig für diesen Glitch. So, ich habe schon Mew, haha. Den könnt ihr jetzt einmal besiegen. Dann ist nämlich sein Flagmon hinüber. Und hier, der Tobold besiegt den Teenager. Läuft bei ihm. Er ist nicht sauer. Hat ein Glück. So, jetzt könnt ihr wieder Start drücken. Schnappt euch wieder euer Pokémon. Hier meine VM-Hure. Das Mew kann alles, bis auf Blitz. Und weggeflogen. Wieder nach Azuria City. Jetzt könnt ihr wieder anfangen, dahin zu latschen. Jetzt merkt auch wieder, könnt wieder Start drücken. Das funktioniert alles. So, und jetzt geht ihr einfach hoch und dann werdet ihr gleich was merken. Es wird nämlich gleich einfach das Startmenü aufgehen. Und zwar jetzt. Was? Geil, wa? Jetzt, wenn ihr hier einfach wieder rausgeht, B drückt, piu, startet ein Kampf. Und tada, da haben wir's. Mew, ohne Cheats, ohne irgendwas, nur durch einen Glitch. Level 7 kann nur Pfund und ich glaube, das war's auch schon. Könnt ihr selber machen. Ich habe ja einen Meisterball dabei. Durch den Missingno-Glitch. Kennt, glaube ich, kennt jeder, aber ich werde euch in dem nächsten Video trotzdem zeigen. Ja, Mew wurde gefangen. Möchte Mew keinen Spitznamen geben? Nein. So, jetzt können wir einfach nochmal gucken. Mew Level 7 Status. Mew kann ausschließlich Pfund. Ja, läuft auf jeden Fall. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ihr ohne irgendwelche Cheats ein Mew in Pokémon Blau, Rot oder in, ich glaube, in Gelb sogar funktioniert dieser Glitch auch. Ja, das war's auch schon, ne?
Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da oder abonnieren, favorisieren, wie ihr möchtet. Und